Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin ein bisschen überlastet. Ich habe schwer gelevelt, obwohl ich wenig Zeit habe. Habe ich doch noch die Hälfte des Levels 48, also bis 49 die Hälfte machen können. Nein, ich will nicht Steam. Wieso öffnet sich Steam, wenn ich nur Umschalt drücke? Was ist denn los? Das geht mal gar nicht. So, also ich habe die Sachen gefunden, also alles weiß, außer den Meisterlangbogen. Und den möchte ich gerne dem Jäger geben, also rüber, und diese Sachen verkaufen. Also, Level 39, 39, 52, nö. 50, nein, Hammer haben wir. So, und der, und 74.000, jetzt haben wir 4.347.751 und sind nicht mehr überlastet. Gut, also ja, schöne Zeit zum Aufnehmen jetzt. Jetzt ist nämlich 7:30 ungefähr. Ich weiß jetzt nicht genau. Und Ice Comet ist online. Aha. Ja, jetzt gehen wir Fortschlachten machen, damit es ein bisschen Abwechslung auch für mich gibt und ich euch etwas zeigen kann. Aber so aktiv werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Mal schauen, weil momentan sind richtig die Suchtigs online. Weil die 60er Scroll günstiger ist, kaufen sich alle Level 60er Charaktere und ja, und dann sind alles Level 60er Charaktere jetzt herum. Scheint richtig beliebt zu sein, diesen Item Shop. Für mich ist es die größte Abzocke, seitdem ich Habbo Hotel gespielt habe, 2013, da als damals noch also Hype war, was veröffentlicht wurde. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ich hole mir eine Kreditkarte und dann kaufe ich mir wieder irgendwas, aber wahrscheinlich eben nur so eine Scroll, wo man Charakterplätze, oh nein, das ist kein Scroll, einfach Charakterplätze kaufe ich mir. Ein Reittier für einen Schützen eventuell. Und mit dem werde ich aber sehr selten wahrscheinlich spielen. Mal schauen, also ja, wahrscheinlich eben, wenn ich bald mal keinen Bock auf Barbar habe oder so, werde ich ihn gut leveln. Sonst einfach so eine halbe Stunde pro Tag oder so mal den Schützen ein bisschen leveln. Und sonst, ja, der wird auch sehr lange gehen, natürlich. Als Let's Player hat man einfach keine Zeit, und wenn man auch noch Profisportler nebenbei ist, dann erst recht nicht. Und mal schauen. Weil so zuversichtlich bin ich nicht, dass ich den auf Level 60 schaffe in diesem Jahr noch. Der Barbar, der wird es auch schwer haben, aber der wird es deutlich einfacher haben natürlich. Wenn ich jetzt jeden Tag ein halbes Level schaffe und auch dranbleibe, dann ist er bald Level 60, aber bald ist halt relativ, das geht extrem lange. Das geht einfach nur, das ist abartig, wie böse in NGD ist beim, ja, Level 60 werden. Das ist so etwas von langweilig. Wie viel Quantis ich schon getötet habe und alles mögliche. Boah. Das Achievement habe ich, glaube ich, schon Ewigkeiten gehabt mit den 1000er Quantis töten. Das war noch mit Level 30, glaube ich. So, das andere weiß ich nicht, ob ich das habe. Nein, das habe ich noch nicht. Weiß nicht, zurückgesetzt wurde oder so. Keine Ahnung wieso. Vor allem habe ich die vielleicht übersehen oder so. Also, wir gehen. Ah,
toll. Wirklich toll. Absturz. Zum dritten Mal heute. Das ist unerhört. Das ist Wahnsinn. So, machen wir hier wieder an. Das ist Regnum halt. Kommt nicht ohne Abstürze und Lags aus. Kann man nicht machen. So, also, jetzt muss ich schauen nochmals, wo denn etwas ist. Ja, natürlich, nirgends etwas zum Meer zurückerobern. Die machen Ewe. Aha. Tod-Drop. Also, ich gehe dann einfach mit den Leuten mit, wenn ich jemand sie sehe. Ah je. Gehen wir mal zusammen. Soll ich jetzt zu Ewe gehen? Ah, bis ich dort bin, ist ja der down. Hm. Also scheinbar machen die Sirten Ewe. Und ein Jäger ist dort oder so. Verliert nicht mehr viel. Ah, der macht Stiegen oder was. Und wollen die Icken dann rein. Und die fertig machen oder was. 60. Ja. Der Clan ist down. Also da passiert nichts mehr. Schade, dass der so schnell wieder weg war. Aber eben, er kam nicht mehr online und die anderen Leute hatten auch keinen Bock mehr. Jo, online ist eben Xerdis und Ice Comet. Okay. Alle anderen sind auch morgen oder Mittag nicht on. Weiß jetzt nicht, was los ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass die ganz kleinen jetzt dem 45er Scrolls gemacht haben, weil ich habe echt viel Leute dort bei Naquandis Leveln dort, wo ich noch nie gesehen habe. Die habe ich noch nie kennengelernt. Also diese Sonne Tyler oder wie die heißt, die hat mir, also ist ungefähr gleich schnell wie ich, hat ungefähr gleich schnell wie ich gelevelt ab Level 30. Und sonst alles neue Leute, die ich gar nicht kenne, und wahrscheinlich sind die jetzt oben, also wahrscheinlich Twinks, also Charaktere, die sie nicht so oft spielen, oder komplett neue, die einfach gleich mal irgendwie 200 Euro ausgegeben haben für Regnum, wenn sie das wollen. Und ja, vor allem ist jetzt alles anders. Ich muss schon wieder neue Kollegen suchen. So blöd ist das. So schade. Und bei uns ist Fest draußen. Sommernachtsfest oder so. Mein Vater lacht gerade. So witzig. Voll witzig, Mann. Und der Red Devil. Okay. Da ist der 100 auf Desert. Aha. Ja, ja. Greif an. Ja, ich will nicht sterben. Oh, Schwindel, stimmt ja. Ich helfe dem nicht. So. Komm. Ja, ja. Sie hauen schon ab. Ist klar. Okay. Die tun natürlich die Brücke. Wer ist da gestorben? Hunted of Desert. So. Dann greife ich den mal an. So. Ja, genau. Greif ihn an, töte ihn. Töte ihn! Nein! Gut. Den haben wir.
Der andere ist da oben. Oh, der Devil ist wieder da. So. 11. Boah, der muss ja stark gewesen sein, das 11. So, gehen wir also zu Effe. Ich habe den Effe noch nie gesehen. Was? La Masai Varalis. Aha, macht sich unsichtbar, ist auch ein Jäger. Gut. Ja, niedlich. Jäger sind immer niedlich. Die mag ich irgendwie. Andere mögen sie nie, aber ich mag sie irgendwie. Oft schau, dass der Jäger hier nicht... Und dass die Kamera nicht buggt. Ach, mag ich nicht. Also, schauen wir mal. Der ist wahrscheinlich noch nicht tot. Hep, 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 Luft hol, hep, 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 hep. Lach, lach. Toter hier. Ein Toter hier. Ah, da ist noch einer. Der Saromir. Hallo, süßes Saromir. Ich darf dich töten. Und der Chavi, der Chavi. Schon tot. So schade. So. Ach komm, ey, Kamera, bitte. Da ist auch noch einer. Schafft ihr ihn? Ja, ihr killt ihn. Sehr schön. Komm jetzt, killt ihn. Muss ich? Ach komm, Sprung. So. Und der andere ist wo? Ah, so macht Spaß. Frosch mit Locken. Frosch mit Locken weg. Nur 42 Schaden bringt's nicht. Ist er down? Scheinbar schon. Da ist er, Evendim. Ja. Ah, den habe ich schon mal gesehen, aber das war vor 3 Jahren oder so. Episch. Episch. Kommt hier. Hilft ihm. Ich greife ihn nicht alleine an, wenn er abhaut, also abfliehen muss. So. Also. Dann machen wir es irgendwie. Wieso nicht mal Evendim machen? Die machen, die machen wahrscheinlich jeden, also sobald er wieder kommt, ich weiß nicht, alle Wochen oder so. Krisch. Ich will auch einsitzen. Boom. Ich glaube, die Egen holen ihn immer. Hab ich so das Gefühl. Aber schön, dass er da ist. Ich habe zwar eine Liste, so eine Map, wo ich sehe, wann die da sind, aber ich mache nie mit, weil einfach meistens dann gerade keine Zeit habe oder sonst irgendwas. Und aufnehmen konnte ich bisher auch nicht, das ist gut. Das, oh, schaut euch mal sie an. Es kommt wieder der Frosch mit Locken. Gut. Hallo Frosch mit Locken. Grüß dich. Schreib mal was in die Kommentare, wenn du da bist. Wenn du das Video schaust. Guter Name. Und alles berühmte Leute hier. Europa. Der Europa. Oder die Europa. Ja, die Europa. So. Die kenne ich jetzt gar noch nicht so gut. Sind es eigentlich immer die gleichen?
Wie fühlst du dich dabei beim Tanzen? Wow, jetzt kommt viel. Angel A. Was? Manche kann ich gar nicht so schnell lesen. Da, darunter Garian. Déjà-vu war ich ja auch im Clan, in Syrton damals. Ich weiß nicht, Season 1 war ich Déjà-vu. Und Season 3 war ich Green Hell, glaube ich. Weiß jetzt nicht mehr genau. Und schon Tan. Juliano, okay. Nächstes dann. Schön. Viele Schützen. Nächstes dann Asaya. Okay. Die hat so ein Karnevalskostüm. Hut. Nur Hut. Vielleicht hat sie auch das Ding. Ich habe irgendwie Bock jetzt anzugreifen. Gibt es keinen Barbar hier? Ich greife jetzt an. Ach, wenn ich sterbe. Ja, ich wollte früh einsetzen, aber ist gut. Ich wollte es nur provozieren. So, also. Dann wieder zurück. Endlich mein Baba. Gut. Elonir. Eldin Aman. Max Vendetta. Aha. So. Ja, der ist schon da jetzt. Dann greife ich ihn an. So. Komm. Ja, er hat Schnelligkeit. Kommt. Greift an. Kommt mit. Oh. Jetzt muss er natürlich die ganze Zeit stunnen, wenn er nicht kommt. Hey, ich bin Level 48. Ja, da hab jetzt keine abhauen. Ja. Ach, kommt schon, Leute. Ah, egal. Haut da halt ab. Ist also... ich muss wirklich niemanden aufhalten können mit Level 48, also bitte. Es gehen lieber 60 auf einen, der Schutzschild hat, als einen... als, und nur einen auf einen, der kein Schutzschild hat gerade. Oder so. Naja. Weiß ich jetzt nicht. Diese Taktik ist sowieso meistens relativ. Jeder meint, ja, er kann das machen und das. Und was wollen die jetzt machen? Einfach warten, bis wir genug sind oder was? Okay, warten wir. Man sieht immer wieder die Leute einfach aufploppen und dann fallen sie um. Windhunter. Elomir ist wieder da. Seek of Sunlight ist auch wieder hier. Die kommen einfach die ganze Zeit wieder und lassen sich killen. Finde ich lustig. Eigentlich ist, war das vor 2 Jahren, als ich ja Season 3 gemacht habe. Genau so war es eigentlich auch Syrton gegen Igen. Aber jetzt ist Igen gegen Syrton. Jetzt hat sich das irgendwie so komisch, also so geändert. Ich will ganz, ganz schnelle Stiefel haben und weiß auch nicht, wo alles Bewegungsgeschwindigkeit ist und dann, als Level 48er aufräumen. Oh, ist gestorben. Schade. Der gibt 2, okay. Er ist auch wieder gestorben. Ruhe und Frieden, Sieg of Light. So. Ja, geh weg, Troll. Aber er ist schneller gestorben, als ich dann weg vom Troll konnte.
Komm, Troll, ich greife dich an. Komm. Ja, genau. Ich finde es irgendwie komisch, dass die Gegner sich regenerieren, wenn... So. Wenn sie weit weg von ihrem Standort gehen. So. Ich gehe lieber ein bisschen... Ah, das ist drin. Schaut mal an. Ja! Yeah! Ich greife jetzt an. Ich greife ihn an. Komm. Ich greife ihn an. Ah, ich hab. Der hat wieder 20.000 Stand. Find's irgendwie lustig. Ja, es kommen noch mehr. Richtig süß. Hey! Ah, ihr seid so richtig. Leute, haut doch nicht immer den anderen... Wenn man ein bisschen alleine ist, ist man schon tot. Ich find's blöd. Oh, jetzt sind wir hier oben wieder. Okay, ich hätte Reismauer nehmen sollen. Also, machen wir hier fertig mit Everdeen. Das hat sowieso keinen Sinn. Als Level 48er und... ja, was soll ich zeigen? Außer Leveln. Kann ich nichts gerade zeigen. Ich werde von den Egen alleine gelassen. Das ist so böse, Mann. Ah, nein. Ich war ja selber ein bisschen schuld. Eigentlich war ich voll schuld. Aber wenn dann plötzlich Hirten von der Seite kommen, kann ich ja eigentlich nichts machen. Ich werde ein bisschen leveln dort. Wieso kann ich dort nicht leveln? Ist ja keine... Also, ich habe extrem lange überlebt, das muss mal nachgemacht werden. Oh Gott. Also, ja, dann leveln wir noch bis zum Ende des Partes. Ist ja nur noch 8 Minuten, gut. Und im nächsten Part, ja, mal schauen, was dann ist in 8 Minuten. Ich nehme jetzt nämlich zwei Parts auf und guck da mal. So. Also. Dieses blöde Treten von diesen Aquantis-Damen lebe ich eigentlich gar nicht gerne hier bei Norks lebe, aber bei Norks. Es gibt so viele Syrten, die Igen tun einfach nicht die Syrten, die dort herumlaufen, killen. Das ist das größte Problem. Eigentlich sind alle Leute momentan nur fixiert, im Teil von Syrtis herumzulaufen oder beim Teil von Isis herumzulaufen und dann werden die Forts die ganze Zeit genommen. Überall können frei die Feinde herumlaufen im eigenen Warzone-Gebiet und alles mögliche, also es läuft halt nicht gut momentan, das ist klar. Ach komm, nicht drunter gehen. So. Also über die Levelhälfte haben wir. Oh, schau. Da kommt noch einer. Gut. Ja, droppen tun sie immer sehr lang, also, ja, soll ich sagen, wir haben jetzt 6 Items gehabt und ungefähr 200 bis 300 Akons getötet, also es ist ab, ja, 20 bis 30 Akons ein Items, das weiß ist. Jo. Also sehr wenig droppt hier. Bei Nox habe ich gehört, die den Marauder, also die ich noch rot habe, bei denen droppt dann mehr. Also ich hoffe es jedenfalls, dass es jetzt noch so ist. Weil die Sachen, die Informationen sind 2 Jahre alt. Aber scheinbar hat damit NGD den Itemshop natürlich ansprechender machen kann und so, die Items sowieso seltener gemacht. Und auch wahrscheinlich die Gegner sogar schwieriger und tun es nicht in Patch-Note rein. Oder sonst irgendwas. Keine Ahnung.
Nein, die Feinde sind eigentlich eher schwächer. Also Quanti sind viel schwächer, als ich bei Syrtis in Erinnerung habe, aber da war ich, glaube ich, auch nicht so hoch. Aber trotzdem, die, wie soll ich sagen? Die Orks, wo dort bei diesem Hügel hinter dem Ding sind, also Richtung Süden, südlich des Steinkreises, wo wir vorher waren, sind, die waren viel, viel zäher damals. Ich hatte wahrscheinlich schlechtere Gegenstände, aber die waren ungefähr 5 Hit oder so. Und jetzt könnte ich sie mit 3 Schlägen killen. Ja, okay, nein. Also wenn ich in diesem Level wäre. Aber ich bin ja schon weit höher. Jetzt sind sie One-Hit natürlich. Ja, die haben ungefähr so 1500 Leben. Also One-Hit, wenn ich gut treffe. Jo, also. Noch ein bisschen. Und dann ist leider Part vorüber. Frag dem... aha, PW für BH... PH... Portal? Oder Party? Party, ich weiß nicht. Ganze Zeit schreiben sie irgendwelche Abkürzungen in den Chat. Aber in World of Warcraft und so ist es noch schlimmer. Da versteht man überhaupt nichts. Ich glaube, in World of Warcraft ist es auch extrem schwer, zu den Guten zu gehören. Überhaupt eine gute Gilde zu bekommen. Aber ich kenne mich überhaupt nicht mit World of Warcraft aus. Ich habe vor 2 Jahren einen gratis Monat gehabt, wo ich ein bisschen gezeigt habe hier auf YouTube. Aber es liegt mir überhaupt nicht. World of Warcraft ist für mich ein Spiel, was genau das Gegenteil meiner Möchte-Sachen sind. Ich möchte es nicht. Irgendwie, also, vor allem der Anfang ist extrem schlecht. Ja, schlecht, nicht, also, nein, er ist gut. Der Anfang ist gut, aber er geht überhaupt nicht in meine Sachen rein, die ich möchte. Also, es sind eigentlich nur Quests machen, fischen ein bisschen und ein bisschen kochen und schmieden und so etwas habe ich bei RuneScape schon 5 Jahre davor gehabt. Und ja, RuneScape wurde sogar noch teurer jetzt, also kommt das in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich nicht mehr vor bei mir, außer kostenlos, aber da ist immer voll, weil die Server viel zu klein sind, die Gebiete viel zu klein sind und so. Aber ich habe gehört, Runes of Magic wurde wieder abgedatet und Ding. Sag schon. Wie heißt's? Arch-Age 2. Aber ich mochte Arch-Age 1 eigentlich viel lieber. Aber dort auch nur bei den Menschen. Bei den Orks war es richtig langweilig. Da war nichts anderes als braune Erde. Und ein bisschen komisch blaugrünes Gras. Und die Gebiete waren einfach nicht so gut designt. Bisschen schade. Also. Dann. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basel. Tschüss.